Die Aufgabe der Steuerbilanz ist die Ermittlung der Steuerlast. Die Ermittlung der Steuerlast. Also braucht man hier als Ausgangsgröße auch sowas wie einen Gewinn. Um darauf dann die Steuerlast zu berechnen. Und ich greife ein bisschen vor, diese beiden Bilanzen, die Handelsbilanz und die Steuerbilanz, waren in Deutschland viele, viele Jahre lang aneinander gekoppelt. Brauchen Sie jetzt nicht zu notieren. Waren aneinander gekoppelt. Die waren sehr ähnlich, die waren miteinander verbunden. Da gab es ein Prinzip, das da heißt oder hieß Maßgeblichkeitsprinzip, was einfach gesagt bedeutet, so wie du es in der Handelsbilanz treibst, musst du es auch in der Steuerbilanz treiben. Die Handelsbilanz ist maßgeblich für die Steuerbilanz. Und da gab es sogar eine umgekehrte Maßgeblichkeit. Das heißt, wenn du in der Handelsbilanz was willst, was aber im Steuerrecht steht, musst du es in die Handelsbilanz schreiben, damit es für die Steuerbilanz maßgeblich wird. Aber die Vorschrift kam aus dem Steuerrecht. Also direkte Maßgeblichkeit ist, die handelsrechtlichen Vorschriften sind maßgeblich für das Steuerrecht. Umgekehrt bedeutet, Steuerrecht kreiert etwas in der Handelsbilanz und das wird wieder maßgeblich für die Steuer. Klingt ziemlich verwirrend, ist es auch. Die Essenz von dem Ganzen ist oder war, Handelsbilanz und Steuerbilanz waren sehr eng aneinander gekoppelt. Und diese Verbindung hat man im Wesentlichen durchtrennt. Man hat die Maßgeblichkeit und die umgekehrte Maßgeblichkeit im Wesentlichen abgeschafft. Und das ist vielleicht die wichtigste strukturelle Veränderung in diesem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Das ist der Grund, warum Sie immer mit Schwierigkeiten haben, offensichtlich ein neues HGB zu bekommen, weil das irgendwie da in der neuen Auflage eingearbeitet worden ist und wie auch immer. Und heute sind wir auf einem Stand, wo wir sagen, du kannst in der Handelsbilanz so sagen und in der Steuerbilanz anders. Das ist nicht mehr ähnlich. Das kann durchaus anders sein. Du kannst in der Handelsbilanz ein bisschen dich mehr schminken, dass du ein bisschen hübscher bist, und in der Steuerbilanz kannst du dich eher ein bisschen hässlicher machen. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.